Oha, seht ihr das? Ich habe vorhin gesagt, man kann keine zwei Tier 3 Mods ausrüsten. Kann man doch. Hallo und ganz herzlich willkommen, meine lieben Outriders. Schön, dass ihr wieder reinschaltet heute zu einem Reaktionsvideo wie letztes Mal zu den legendären Waffen. Denn wir hatten letzte Woche die legendäre Rüstungswoche auf Twitter und ich habe euch hier die ganzen Videos zusammengesammelt und die Screenshots mit den einzelnen Stats zu den Rüstungsteilen. Wir werden uns immer erst das Trailer-Video anschauen zu jeder Rüstung, dann schauen wir uns jede einzelne Rüstung an mit den Mods und so weiter und dann schauen wir uns das Ganze in Action an für jede einzelne Klasse. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, ihr bleibt dabei. Lasst uns ein bisschen hier Vorfreude schüren, sage ich mal, für die ganzen Klasse-Rüstungen und Teile, die da kommen werden. Gucken wir uns nochmal den Trailer an. Ich mache ein bisschen die Musik hoch. Finde ich so cool hier mit der Maske und den ganzen Lava-Effekten, die man da so hat. Ich finde, die Rüstung passt perfekt zu einem Pyromancer. Und das ist ja auch so, die legendären Rüstungsteile, ne, sind ja speziell für die einzelnen Klassen. Das heißt, diese Rüstung wird auch nur der Pyromancer tragen können und nicht Devastator oder irgendjemand anderes. Und ihr seht, die Featured Mod, um die es geht, heißt Double Fun. Und die Thermal Bomb Effects, two targets, also zwei Ziele werden von der Thermal Bomb getroffen. Und jetzt gucken wir uns nochmal das im Detail an für jedes Rüstungsteil hier. Wir können hier sehr viel noch lernen, das heißt nicht nur Reaktion heute, sondern auch ein bisschen Theory Crafting, sag ich mal. Ne? Cowl of the Reforged heißt dieses Rüstungsset. Legendär. Item Level haben wir besprochen, Armor Level haben wir auch, Rüstungswert haben wir auch besprochen, hier natürlich das auch. Jetzt kommt hier natürlich der spannende Punkt. Bei legendären Items können wir immer eine Tier 3 Mod ausrüsten. Eine, nicht zwei. Ja, das ist nur den legendären Gegenständen vorbehalten. Wir können also in keine anderen wertigen Gegenstände Tier 3 Mods ausrüsten. Also episch oder so geht keine Tier 3 Mod rein. So, und diese eine Tier 3 Mod, die wir drin haben, heißt jetzt Double Fun, wie schon im Trailer vorhin gezeigt. Thermal Bomb, the skill can affect two targets. Zwei werden getroffen von der Bombe und das macht doch immer schön Spaß, oder? Jetzt hier die zweite Mod, die drin ist, heißt der Big Boom. Thermal Bomb increases explosion radius by 20%. Also hier wieder schöne Ergänzung, ne? Also beide beziehen sich auf die Thermal Bomb. Und hier wird jetzt auch noch der Explosionsradius erhöht. Hier könnte man wahrscheinlich sogar noch mehr draus machen. Hier ist nur eine Tier 1 Mod drin. Man könnte hier auch eine Tier 2 slotten, soweit ich das weiß. Also das wäre auch noch möglich natürlich. Jetzt ist natürlich hier noch unten der spannende Teil. Increase Feed the Flames Damage and Thermal Bomb Damage by 50%. Das ist jetzt der Set-Bonus, ja? Und den bekommt man, wenn man drei Teile von diesem Set ausgerüstet hat. Das heißt, man muss nicht zwangsläufig alle fünf Teile ausgerüstet haben, die ihr hier seht, sondern es reichen drei, damit man diesen Bonus hier bekommt. Das heißt, hier auf dem Helm mega viel für Thermal Bomb draufgeballert, ne? Plus hier der Damage. Ja, Boost, ne, von 50%. Gucken wir uns das Rüstungsteil an. Auf den Rest hier müssen wir nicht eingehen, aber hier wird es wieder spannend. Mods, ja, branded. Thermal Bomb Enemies affected by the skill receive 40% more damage. Also nochmal Damage Increase. Ja, das haben wir hier schon mal 50% und hier nochmal 40%. Oha, oha. Und hier Tier 1 Mod Bullet Absorption. Feed the Flames replenishes 20% of ammo in your magazine for every enemy affected by the skill. Uiuiui. Das heißt, hier haben wir hier auch noch, wir kriegen Munition zurück, ja. Also cool, auch wieder diesmal im Zusammenhang für den Skill Feed the Flame, so wie hier auch den Damage Increase drin haben. Interesting. Na? Gehen wir runter hier zu den Beinen. Was haben wir hier? Tier 3 Mod Flame Grasper. Feed the Flames enables absorption of two additional targets. Okay.
weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, Feet of Flames war doch dieses, was man eben so nach vorne raus, diese Feuerwelle. Müssen wir uns nochmal im Kampf dann richtig angucken. Wildfire, Thermal Bomb, the skill inflicts burn on every enemy damaged by the explosion. Okay, alles klar. Jeder, der von der Explosion erfasst wird, kriegt einen Brand-Dot quasi drauf. Okay, wow. Das ist jetzt nochmal eine interessante Ergänzung. Ich bin nachher gespannt, was man hier raus nochmal sehen kann. Ich komme gerade so ad hoc nicht drauf klar, sag ich mal, aber ist bestimmt eine coole Sache. Gehen wir runter zu den Stiefelchen. Hier auch wieder eine Tier-3-Mod drin. Power Assimilation boosts your Anomaly Power by 192 for each Elite present on the Battlefield. Okay. Na, wir haben also die Anomaly Power, die ist ja neben der Feuerkraft zum Beispiel eine wichtige Sache. Und diese Anomaly Power ist ja für die, die Skillkraft quasi, die Zauber, sage ich mal so, Zauberkraft, ne? Ist ja diese Anomaly Power. Weil es geht ja hauptsächlich um diese Anomalie auf Enoch und wir sind ja welche, die diese Anomalie als Superkraft haben, sage ich mal so indirekt. Ja. Das heißt, es ist hier krass so also aufgebaut, je mehr Elite Monster oder Feinde auf dem Schlachtfeld sind, umso mehr haben wir hier nochmal einen Power Boost. Nova, hier ist der Einser. Feed the Flames increases the skills range by 100%. Na, also das hatten wir hier. Also die Reichweite ist erhöht um 100% und hier haben wir zwei zusätzliche Ziele, na, wo wir was absorbieren können. Aber was genau absorbieren? Wir müssen es uns jetzt anschauen, ihr Lieben. Und das machen wir doch jetzt auch. Also, let's fetch. Da sieht man jetzt, ne, die sind beide von Thermal Bomb erfasst. Bum, bum. Bum. Ich musste mich das so, als ich das zum ersten Mal, ich habe es bisher nur auf dem Handy gesehen, aber wenn ich es jetzt auch nochmal sehe, erinnert mich irgendwie voll an ein ganz anderes Game, aber Diablo mit dem Totenbeschwörer, wenn man diese Kadaverexplosion macht und man sich dann so freut, wenn man mit der Kadaverexplosion andere Monster tötet und dann da auch nochmal die Explosion machen kann dann bei denen und das gibt diese Kettenreaktion und die finde ich hier genauso nice. Guckt euch das an, ja, ist der Wahnsinn. Da ist dieser Asche-Effekt gewesen, den man da gesehen hat. Gucken wir uns das kurz nochmal schnell an hier. Also ich finde, da ist schon ordentlich was geboten, oder? Ich habe jetzt nicht rausgekriegt, was ich jetzt mit diesem Feed of Flames ist, aber da fällt euch vielleicht noch was zu ein, wenn ihr es danach seht oder mir selber fällt es danach nochmal ein. Lasst mir gerne in den Kommentaren was da, falls es euch sofort einfällt. Wir gehen weiter und zwar zum Devastator. Gucken wir uns die Rüstung mal an. The Death Proof. Okay. Full Death Proof Bonus. Boulder Dash Cooldown reduced by 90%. Ist doch Wahnsinn. 90% Cooldown Reduktion. Ist doch Hammer. Ich finde es toll, dass jede Rüstung, man sieht direkt einen Unterschied, einen krassen Unterschied zu dem, was beim Pyromancer gerade war. Also sehr geil, das Rüstungsdesign insgesamt. Von den Items, was sie bringen, finde ich bisher wirklich mega. Und ein schönes Emote dabei. Wunderbar. Gucken wir uns mal den Helm an. Hier, die Mod. Primal Weakness Boulder Dash
permanently reduces resistance of all damaged enemies by 50%. Oh, okay, gut. Da ist schon wieder so der Hammer-Effekt dabei, wenn wir diese Fähigkeit benutzen und die Feinde damit verletzen mit dem Boulder Dash. Der stürmt nach vorne, so, das ist wie so ein Schulterstoß etwa. Und jeden, den wir damit treffen, der hat dann seine Resistenzen um 50% reduziert. Oha. Seht ihr das? Ich habe vorhin gesagt, man kann keine zwei Tier 3 Mods ausrüsten. Kann man doch. Okay, Primal Chain Gun, Boulder Dash. Every enemy damaged by the skill increases your weapon damage by 20% for 5 seconds, stacks up to 5 times. Okay, every enemy damaged by... Oh Gott, das muss ich mir nochmal geben. Okay. Yeah. Krass. Also, wenn wir hier in eine Menge reinlaufen mit diesem Schulterstoß und ganz viele Feinde treffen, sagen wir mal 5 nacheinander oder so, boom, haben wir hier den Weapon Damage erhöht und zwar verdoppelt, sozusagen, ne? Ist der Hammer, also krass. Wenn du da zum Beispiel eine Shotgun ausgerüstet hast oder so und direkt bei den Feinden dran bist und haust danach zwei Schüsse kurz raus mit der Shotgun, boom. Oha, Verwüstung, aber wirklich im wahrsten Sinne. Ne? Und hier haben wir jetzt ja den Set-Bonus. Ne? Deathproof, reduce the cooldown of Boulder Dash by 90%. Das heißt, hier die Mega-Kombi, hey, also wirklich krass. Und dass man zwei Tier 3 Mods ausrüsten kann, wir haben was Neues gelernt. Also, wow, ich dachte eigentlich nach den Informationen, die ich hatte, dass man nur eine Tier 3 Mod ausrüsten kann. Aber ich irre mich ja da gerne. Wunderbar. Alles klar, gehen wir mal runter zum Rüstungsteil. Reflect Bullets increases the skills duration by 40%. Okay, also das ist dieser Neo-Move, ne, dass man diese ganzen Kugeln aufhält, ja, und dann zurückwerfen kann auf die Feinde. Ja, das ist um 40% verlängert. Man kann also 40% länger Kugeln abhalten. Das heißt, es ist ein starker defensiver Skill, aber indirekt natürlich auch ein mega aggressiver Skill, weil man hat ja dann 40% mehr Zeit, um Kugeln zu sammeln, die man dann auf die Feinde zurückschmeißt. Ja? Der Skill hier, dieses Reflect Bullets, ja, der Skill hat ja den Nachteil, dass er natürlich bei Monster, die auf Nahkampf gehen, nicht wirkt, ja, sondern es wirkt halt, dieser Skill ist sehr effektiv gegen Feinde, die mit Waffen auf dich schießen, aber es gibt natürlich auch Feinde in Outriders, die benutzen keine Waffen, ja, und da ist dieser Skill natürlich eigentlich wertlos, deswegen denke ich mal, ist dieser Skill auch in diesem Einsatzbereich sehr stark. Primal Armor, Boulder Dash, double your armor when the skill ends for 10 seconds, das heißt, was Defensives hier dabei, wenn das endet, dann haben wir doppelt so viel Rüstungswert und da wir jetzt hier den Cooldown reduziert haben um 90%, haben wir hier wahrscheinlich das ständig am Laufen hier, diesen Buff, sag ich mal. Also es ist krass, was da für Synergien drin sind. Gucken wir uns die Hose an. Tier 3 Mod, not impressed, reduces the damage taken from elites by 20%. Okay, das heißt auch mehr Tankiness hier. Und Auto-Reflect Bullets. You can now fight while the skill is active, but you cannot manually deactivate the skill. It only negates 50% of the damage. Okay, das ist ja bei dem... Okay, ich kann kämpfen, während der Skill aktiv ist, aber ich kann nicht manuell den deaktivieren. Okay, ist... hält aber auch nur 50% von dem Schaden ab. Das heißt, es verändert diesen Skill Reflect Bullets. Interessant. Wirklich interessante Mod hier. Das heißt, der Skill wird wirklich modifiziert. Und man kann ihn anders gebrauchen. Er hat aber auch andere, sag ich mal, Schwächen dann. Cool. Jetzt gehen wir runter zu den Boots. Oh, hier ist ein T3-Mod wieder drin. Life of the Party. Incoming damage is reduced by 5% for each enemy in close range. Stacks up to 8 times. Okay, das heißt, wir haben hier zusätzliche Schadensreduzierung für jeden Feind, der in unserer Nähe ist. Und als Devastator wollen wir die Feinde in der Nähe haben, weil dadurch kriegen wir auch unser Leben zurück, wenn die sterben bei uns. Und das stackt ab
da haben wir insgesamt bis zu 40% Schadensreduktion mit dieser Tier 3 Mod. Dann hier Primal Constitution. Each enemy you damage increases your maximum health by 307 for 10 seconds, stacks up to 5 times. Also hier auch wieder mega krass mit dem anderen. Wenn wir mehrere Feinde treffen, dann haben wir hier mehr Leben. Bei dem anderen war es dann mehr Waffenschaden, glaube ich, ne, wenn ich mich jetzt noch recht dran erinnere. Also ist unser Ziel mit diesem Boulder Dash wirklich in die Menge reinzuballern und dann kriegen wir auch richtig krasse Buffs. Also mega geil. Gucken wir uns das Ding in Action an, oder? Genau, das ist es jetzt. Und ihr müsst jetzt hier drauf achten, ne? Der mittlere Skill ist der Boulder Dash. Jetzt passt auf. Zack. Seht ihr rechts? Wie schnell dieser Skill wieder am Start ist. Und wie episch der da einfach durchballert durch die Feinde. Freaky. Er springt auch noch hoch und jetzt bam und nach unten. Alter Hammer, oder? Das müsst ihr euch wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Hier, wenn ihr das mittlere nochmal beobachtet, jetzt guckt euch das links und rechts an und hier ist es mit dem Legendary Armor. Das ist bling, das Ding ist in 3 Sekunden wieder da. Das, wenn es überhaupt 3 Sekunden sind. Es ist der Wahnsinn. Du kannst wie so ein Freak da durchspringen durch die Leute, wenn da genügend Feinde in der Nähe sind. Du machst alles platt mit dem Esterhammer. Wow, ich bin gespannt. Also lasst mir gerne in den Kommentaren was ihr dazu denkt, zu diesen Sachen hier. Ich finde es echt mega krass, was die da abgeliefert haben bis jetzt. Gucken wir uns den Trickster an, den Trickster Armor. Okay. The Chrono Suit heißt das. Featured Mod Aggressive Teleportation. Reverting Time creates an explosion. Das gucken wir uns jetzt an. Das wird auch nice. Sehr cool. Okay, gehen wir zum Helm. Ja, also hier sieht man auch wieder, ne? Vergleichen wir das mal mit den anderen beiden Klassen, also Pyromancer und was hat man jetzt, den Devastator. Wir sehen hier wirklich einen krassen Unterschied und man kann die Klassen wirklich sehr krass voneinander unterscheiden anhand von diesen Legendary Armors, die man später dann im Game bekommt und mit Glück und natürlich viel Gelute und so weiter sammeln kann. Ich finde es einfach mega, dass man das so schön voneinander unterscheiden kann. Gucken wir uns das hier an. Aggressive Teleportation. Borrowed Time. Reverting Time creates an explosion around you that inflicts 345 damage to all enemies in range of 8 meters. So, Borrowed Time ist das, wenn er den Skill zündet und dann quasi hier so einen Punkt zurücklässt und dann läuft er und dann kann er sich an diesem Punkt zurückporten. Ja? Also er rennt zum Beispiel in die Menge und portet sich dann zurück in die Safe Zone, sag ich mal, die er sich ausgewählt hat. Und bei diesem Punkt der Teleportation, wenn er reingerannt ist und dann entscheidet, sich zurück zu teleportieren, in diesem Moment, ja, passiert hier diese Explosion um dich herum, die 345 Schaden verursacht zu allen Feinden in einem 8 Meter Radius. Twist Rounds, while the skill is active, increases weapons firepower by an additional 15%. Twisted Rounds müsste das sein, wenn die Waffe blau wird und er verschießt quasi Kugeln mit Anomalie-Power. Ich glaube, das ist das. Jetzt aber zum legendären Set-Bonus. Reverting Time, replenish ammo in your clip. Bedeutet, ja, wenn wir das hier machen, Reverting Time, das heißt diesen Teleport zurück, bekommen wir auch unser Munitionslager wieder voll von der Waffe. Das heißt, unser Magazin ist wieder aufgeladen. Das heißt, wir können da reinlaufen, ballern, bis wir nicht mehr können,
teleportieren uns zurück, in diesem Fall dann die Mega-Explosion um uns herum. Wir sind wieder in Sicherheit, aber können wieder losrennen, quasi mit einem vollgeladenen Magazin. Boom. Nice. Gucken wir uns hier beim Oberkörper, bei der Rüstung, Death Shell, Tier 3, Borrowed Time, killing enemies while Borrowed Time is active, reduces incoming weapon damage by 10% and anomaly damage by 10% for 10 seconds, buff is removed at the end of the skill stacks up to 4 times. Okay. Während dieser Skill aktiv ist, während wir diesen Punkt gesetzt haben, wo wir uns zurückteleportieren können und diesen blauen Schweif hinter uns herziehen, ist der Waffenschaden um 10% reduziert und der Anomalieschaden, den wir erhalten, auch um 10% reduziert für 10 Sekunden beides. Und wenn der Skill endet, unser Borrow Time, dann endet auch dieser Buff, ja, und er stackt bis zu 4-mal. Okay, das mit dem Stacken kommt mir jetzt gerade nicht klar, aber werden wir sehen. Tier 1 Mod hier Twisted Rounds, the skill is effective for 2 magazines before triggering the cooldown. Seht ihr das schon wieder, die Synergie? Wir laden das Magazin dann neu bei der Teleportation, bei der letzten Mod vom Helm. Und jetzt ist dieses Twisted Rounds, dieser Skill, wo wir diese Anomaliekugeln verschießen, haben wir 2 Magazine quasi frei, um das zu verballern. Und das ist ja wirklich ein krasser Damage Boost für den Weapon Damage in dem Fall. Gehen wir zur Hose. Was haben wir denn da? Ammo Borgen. Twisted Rounds. While the skill is active, killing shots replenish 20% of ammo in your magazine. Okay. Wenn wir jemanden töten, also wenn tötende Schüsse, sagen wir mal so, stellen 20% von unserer Munition im Magazin wieder her. Na? Das heißt, wir haben hier wirklich fast ein never-ending-Magazin, wo wir nur noch rumballern können wie ein Bekloppter. Also wirklich krass. Und hier, Borrow Time, activating the skill increases your armor by 100% for 10 seconds. Okay. Da haben wir jetzt hier auch nochmal, wenn wir reinrennen mit diesem Skill Borrow Time in die Leute rein, um dann die Explosion zu zünden, sind wir mit dieser Mod hier nochmal gepanzert, ja, um 100%, ja, für 10 Sekunden, dass uns da nicht so viel verwunden kann, also sehr defensiv, aber cool für die offensive Sache dann von diesem Skill. Runter zu den Boots, last but not least. Tier 3 Mod, Shield of the Fallen, Twisted Rounds, when the skill ends, add 15% of your maximum health as shield for each enemy killed by the skill. Okay, krass. 15% of your maximum health as shield. Krass. Dann kriegen wir hier also einen Mega-Schild-Bonus für jeden Feind, den wir gekillt haben mit diesen Twisted Rounds. Hier, Tier 2 Mod, Diffuse. Sprinting increases your armor by 3743 and resistance by 50%. Das heißt, hier geht's wirklich ab mit diesem Skill. Also, dieser Diffuse oder wie es heißt, ja, boah, wir rennen ja auch, wir wollen ja reinrennen in die Feinde, dass die nicht irgendwie ausweichen können, dass sie die volle Explosion abbekommen von unserem Ding. Ist also quasi hier für den Trickster der Berserker-Modus. Ich renn rein. Vollgeladenes Magazin, baller um mich mit Twisted Rounds und wenn mein Magazin dann irgendwann mal leer ist, wenn es irgendwann mal leer ist, teleportiere ich mich zurück, mache die Explosion und kill den Rest weg. Und wir schauen uns das jetzt als Video an. Ich hoffe, ihr habt Bock. Hier seht ihr es genau. Der blaue Schweif und jetzt hat sich zurück teleportiert, seht ihr? Boom. Jawohl. Gesehen. Das ist jetzt ein bisschen, es kommt glaube ich ein bisschen schwächer rüber als es ist, weil man sieht da nicht
genau, dass er die Twisted Rounds benutzt und man sieht nicht, was er sonst noch macht. Er hat jetzt, wo zeigst du es? Hier. Ja, er zündet jetzt Borrowed Time, rennt los. Boom. Jetzt sieht man hier schon, der Cooldown ist ziemlich gering. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das ist wichtig, nämlich ihr müsst jetzt hier mal gucken, wie gering der Cooldown ist von diesem Skill, weil man denkt ja vielleicht, oh, der gut, ja, ist ja nicht so besonders, der Skill, weil den kann ich dann erst in 30 Sekunden wieder benutzen. Guckt mal, wie schnell das runtergeht. Das ist Zeitlupe gerade. Jetzt, zack. Das heißt, der Skill ist, ich würde jetzt mal schätzen, in 8 bis 10 Sekunden spätestens ist dieser Skill wieder einsatzbereit und ihr könnt es wieder machen, ja, und wieder euer Magazin aufladen und wieder eine Explosion machen. Und was der dann noch macht hier, ihr müsst dann gucken, er macht dann diese Time Bubble um sich herum, quasi, er macht die Time Bubble um sich herum, portet sich raus und macht die Explosion und macht dann noch mit seinem Temporal Slice quasi nochmal Damage drauf. Böse, böse, böse. Jetzt hier. Der macht die Bubble, portet sich weg, die Explosion kommt. Boom. Na? Da kommt die Explosion und die sterben alle in Zeitlupe und er finisht den Rest quasi mit seiner Waffe. Krasser Scheiß. Also natürlich jetzt optisch nicht so beeindruckend wie beim Pyromancer oder beim Devastator, aber ich denke sehr effektiv. Ich hoffe, seid bereit. Die finale Runde geht los, ihr Lieben. Schön, dass ihr noch dabei seid. Wir schauen uns jetzt den Technomancer an. The Torrential Downpour. Full set bonus grapnel creates additional cluster bombs after explosion. Okay. Ich finde hier auch vom Rüstungsdesign wieder ein Vogel abgeschossen. Also mega nice hier, finde ich, für den Technomancer. Ich werde den Technomancer sehr wahrscheinlich nicht spielen. Aber ich finde einfach das Rüstungsdesign mega cool gemacht. Die vielen Details, guckt euch das einfach an. Insgesamt mega cool. Echt super. Also, gucken wir uns das an. Das wird jetzt nämlich interessant. Da habe ich ein bisschen was davor mir angeguckt, hier im Detail. Breathe in. Tier 3 Mod. Fixing Wave. Reduces the skill's cooldown by 20%. Fixing Wave ist der Heilskill, den der Technomancer hat, soweit ich das weiß. Ja, und hier wird einfach der Cooldown reduced. Hat also in diesem Zusammenhang jetzt mit diesen Scrapnel nicht wirklich was am Hut. Hier geht es mehr drum. Hier, one additional mine can be thrown before triggering the cooldown. Das heißt, wir haben normalerweise ein Schrapnell quasi, was wir werfen können. Und wir können jetzt ein zweites werfen. Das macht diese Mod hier. Scrapnel creates additional cluster bombs after explosion. Das heißt, wenn das Scrapnel explodiert, werden danach weitere Bomben um dieses Scrapnel herum explodieren. Und wenn wir zwei werfen können, werden natürlich um zwei Scrapnels Cluster Bombs explodieren. Ja, das ist jetzt nice zu wissen und im Kopf zu behalten, denn wir gehen jetzt zum Rüstungsteil. Hier geht es nämlich mit der Tier 3 Mod weiter für Scrapnel. Doubles the number of mines that can be thrown before triggering the cooldown. Merkt ihr was? Wir hatten vorhin jetzt zwei Scrapnels, die wir werfen können. Doubles the number of the mines that can be thrown before triggering the cooldown. Ja? Das heißt, wir haben eine Cooldown-Reduktion, beziehungsweise, was heißt nicht Reduktion, das ist, der Cooldown ist nicht da. Das heißt, wir haben nochmal mehr Scrapnels, die wir werfen können. Und hier ist eine Mod für Fixing Wave. Activating the skill removes negative statuses from allies and grants 5 seconds immunity from them. Krass. Ja, also auch noch Statuseffekte weg und auch Immunität für 5 Sekunden gegen diese Statuseffekte, ja, wenn man heilt. Also stärkt nochmal die Heilfähigkeit vom Technomancer. Jetzt hier bei der Hose ist es Tier 3 Mod Head of the Ward. Reviving an ally also fully restores their health. Okay. Krass, also das ist jetzt hier quasi der ultimative Heiler-Mod quasi, wenn ich jemanden aufhebe, hat er wieder volle Leben.
Das kennen wir auch aus MMOs zum Beispiel. Ne? Und hier, more damage, Scrabnel increases the skills damage by 284. Ja, also wir stärken hier jetzt nochmal das Scrabnel. Insgesamt gehen wir zu den Boots, last but not least, Quartermaster, Fixing Wave, activating the skill, replenishes one weapon magazine for each ally, cooldown of 45 seconds. Okay, krass. Also wenn der High-Skill zündet, wird ein Magazin nachgeladen von jedem Gruppenmitglied. Hammer. Und hier, one additional mine can be thrown before triggering the cooldown. Deswegen sagte ich, ihr solltet es im Hinterkopf behalten. Habt ihr jetzt mitgezählt, wie viel Scrapnels der Technomancer hier hat? Und wie viele dann da Cluster-Bombs um sich herum auch noch wegballern? Wir gucken uns das jetzt mal im Video an. Standard, ne? Und mit dem Set-Bonus, den wir jetzt besprochen haben. Habt ihr gesehen, die, wo hier jetzt noch gezündet wurden, diesen schwarzen Rauch entfachen, die sind ja hier gar nicht, ne? Das sind diese Cluster-Bombs. Bumm. Bumm, bumm. Und jetzt ist auch interessant, ne? Hier. Guckt mal hier unten. Hier ist die Zahl 4. Ja, das sind die Scrapnels. Das heißt, der wirft da die Bomben rein, aber der könnte jetzt 4 Stück nacheinander werfen. Das ist nämlich das Ding hier. Jetzt seht ihr sogar 6. Also insgesamt, ne? Also wenn wir jetzt diese Rüstungen und Mods durchgegangen sind, die wir zusammen angeguckt haben, 6 Stück davon. Ja? Und ihr müsst euch das jetzt hier vorstellen, das ist ja keine Granate, die er wirft, sondern das ist quasi wie eine Mine, die er reinwirft. Und die Mine kann ja auch so platziert werden, taktisch platziert werden. Und wenn die Feinde dann da reinrennen in den Radius von der Mine, wird sie aktiv und explodiert, ja? Das heißt, keine Granate, sondern das ist so wie eine Mine zu verstehen. Das seht ihr jetzt auch gleich. 6 Mines. Na? Und das hat er jetzt gemacht hier nämlich. Seht ihr jetzt hier? Die Minen hier, die liegen hier jetzt alle rum, ja? Und die sind alle aktiv und warten auf Feindesfutter, sozusagen. Er rennt rein, die Monster folgen. Bumm, bumm, bumm. Na? Und diese ganzen Bomben, die explodieren, lassen auch noch danach Cluster-Bombs explodieren. Das heißt, ein Mehr an Explosionen für den Technomancer an dieser Stelle. Ihr Lieben, ich habe mich sehr gefreut, wenn ihr bis hierhin mitgeschaut habt. Ich hatte jetzt mega Spaß dabei, mir das mit euch zusammen anzugucken, weil ich es bisher nur auf dem Handy gesehen hatte. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß, was auch immer ihr gerade zockt, und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Video von mir wieder reinschaltet, bei meinem Outriders-Content vorbeischaut oder bei OutridersFans.net auch mal vorbeischaut, die Community, die wir da aufbauen rund um dieses Spiel. Ich freue mich, was noch kommt jetzt demnächst, freue mich auf die Demo, ich hoffe, ihr auch. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.